Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Dark Cloud, dem Bonusteil. Wir sind ja kurz vor Ebene 100, also es dauert nicht mehr lange. Wir sind bei 86 stehen geblieben. Ich werde es hier gleich sehen. Also es sind noch 14 Ebenen bis zum Endboss, also noch 13 Ebenen bis 99, ne? Und dann halt der Endboss. Also bis 99 würde ich schon gerne diesen Part schaffen, denn ich würde mich ja gerne noch vorbereiten auf den schwarzen Ritter, der natürlich hier der Endboss sein wird, denn wir haben das, wir benutzen jedes Mal sein Wappen. Also wenn das jetzt jemand sich verwundert. Ja, ist ja eigentlich, da ist eigentlich auch schon ein Symbol, ne, eines schwarzen Ritters. Oder ne, Dunkelritter? Oder irgendwie so heißt er doch hier, ne? Wie das Wappen, wie quasi der Wappen, wie das Wappen heißt. Und der ist nicht ohne. Bescheinlich. Genau, wir sind bei 86. Also es sind nicht mehr viele. Noch 12 Ebenen. Oder? Oder 13? Ne, 13 sind es jetzt. Natürlich 13. Bis 99. So, also auf jeden Fall über 90 will ich heute kommen. Vielleicht die 99 erreichen und dann muss ich mal schauen. Ich kann vielleicht einmal reinschauen auf den Bossfight. Aber ich muss mich auf jeden Fall, eigentlich muss ich ein bisschen Geld farmen gehen. So, erstmal den Charakter wechseln. Okay, da ist der Ausgang. Jetzt machen wir noch den Ausgangsschlüssel. Okay, Titan. So. Habe ich Kälte drauf? Nein. Attribut Kälte. Nur, das ist ein bisschen mehr Schaden, aber macht auch keinen großen Unterschied. Ich finde noch heraus, was die Schwäche ist. Vielleicht Wind oder Donner. Man weiß es nicht. Ah, okay, Statuen. Die sind eigentlich recht einfache Gegner. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er sich jetzt so bewegt. Okay. Die anderen waren vorher, die waren nicht so beweglich wie ihr. Ihr habt wohl ein bisschen mehr Sport getrieben. Ja, jetzt redet ihr wieder im Kreis, ne? So, Waffe reparieren, bevor die kaputt geht. Oh, das wäre das Übelste. So. Bist du noch dran? Na komm, fall um. Keiner von euch beinahe den Ausgangsschlüssel? Oh mein Gott. Ja, dann öffnen wir halt erstmal die erste Truhe. Zauberkristall. Okay, die Ebene scheint wohl nicht ganz so groß zu sein. Aber schauen wir mal. Oh nein, nicht Gemrons. Ach, wir haben Kälte noch, ne? Nee. Gemrons sind gerade sehr nervig. Aber die werden die ganze Zeit ab. Also die heiligt Gemrons, ne? Also alle anderen Gemrons sind anders. Es ist ja nur der heilige Gemron, der hier so rumspinnt. So, erstmal den Titan erledigen, danke. Und jetzt du. Gibt's einen Rhythmus? Wahrscheinlich, ne?
Ja, man merkt, wir machen einfach viel zu wenig Damage auf so einen Heiligamron. Aber er dafür umso mehr. Oh, shit. Oh mein Gott. Hör auf abzuwehren. Komm, lass dich doch auch mal attackieren. Das kostet doch einfach nur Zeit. Ich hab nicht so viel Zeit. Ich schlag mich jetzt nicht mit dir rum, ganz ehrlich. Außer wenn du eine Schüssel hast. Aber du blinkst leider nicht. Das wäre natürlich viel, viel schöner. Ihr seid mir alle ein bisschen zu nah. Hast du eine Schüssel? Nein. Alter, wie viel Leben wir ihnen jetzt gerade runtergehauen haben? Gar nichts. Tasche ist voll. Oh. Tasche ist voll. Hm. Okay, jetzt nicht mehr. Ah, Stand erhalten. Okay, Gegenstand. So, Wiederbelebungspulver. Sehr. Und dann geht's weiter. Ja, genau. Oh, schade. Um abzuwehren. Ich mag solche Gegner nicht. Die dauerhaft abwehren. Damit kann man ihnen noch keinen Schaden zufügen. Das dauert viel zu lange. Es muss aber auch immer eine Gegnerart geben, die immer so nervig ist, ne? Auf jede Ebene. Es ist echt zum Heulen manchmal. Das Problem ist, wir machen nicht mal so viel Schaden, dass er nur ein paar Hits braucht. Braucht unheimlich viele Hits. Wir machen einfach zu wenig Schaden. Ich weiß nicht, ob es noch eine bessere Waffe gibt als die Waffe, die wir haben für sie. Aber ich meine nicht. Also ich habe ja keine Ahnung. Es schreibt mir auch keiner was. Wer da so viel gegrindet hat und Waffen. Nein! Ah. Kann ich mit den hier irgendwas machen? So, vielleicht schaffe ich das mit dem. Reparieren. Na komm, greif mal an und jetzt. Ah, ist ein bisschen. Es geht. So, ich muss. Ey, ich muss was trinken. Hör auf. Hab ich überhaupt noch Hähnchen? Ich glaube nicht, ne? Ach so. Ja, doch eins. Ja. Ja. Oh, du gibst mir nicht mal den Ausgangsschlüssel. Ich hasse dich dafür. Oh, es gibt. Nein! Es gibt Wasser, das ist gut. Aber ich vermute mal, dass ein Gamron wahrscheinlich den Schlüssel haben könnte. Oh, wirklich ein Mimik. Oh mein Gott. Okay. Okay, dann versuchen wir das mal jetzt down zu hauen.
mit dem wunderschönen Osmond, der so laut ist. Bei dem muss ich immer schreien. Wir drehen uns im Kreis. Aber dabei wird mir schlecht. So. Reparieren. Was? 120 ist Max bei dieser Waffe? Ach du Scheiße. Das ist ja nichts. Oh mein Gott. Ja, Sandbox. Auch nicht. Nein, wir kommen ja jetzt gleich an der Wasserstelle vorbei. Hoffe ich. Eine Statue. Und noch ein Heiliggemron. Oh nee. Ach nö. Och nö. Ganz ehrlich, ich kann auf euch verzichten. Weil ihr seid so oder so blöde Gegner. Ich muss aufpassen, dass er von der Seite nicht irgendwie spuckt oder so. Ich ignoriere jetzt erstmal alle Gemrons. Ich hoffe mal, dass keiner von denen den Schlüssel hat. Das wäre natürlich extrem doof. Hast du vielleicht einen Schlüssel? Nicht. Okay, haben wir hier noch irgendwo was? Okay, da haben wir noch einen Heiliggemron. Oh yeah. Wir kommen zwar gut jetzt mit Osman hier vorwärts, aber trotzdem machen wir übelst wenig Damage auf dieser Ebene. Nee, das war kein Ausgangsschlüssel-Sound. Ich schieß doch gar nicht. Und dieser Doppelsound. Ich hab's gewusst, ne? Ich wette mit euch, einer von diesen Heiliggemrons hat den Schlüssel. Oh, da ist ja noch einer. Noch einer auf. Vier Stück! Come on! Titan, gib mir den Schlüssel, bitte. Bitte, Titan. Ich bitte dich, gib mir einfach den Schlüssel. Ich will mich nicht mit vier solchen Plagen herumschlagen. Aber ich vermute mal, ich bin gezwungen. Und was habe ich gesagt? Ein so ein Heiliggemon wird wahrscheinlich einen Ausgangsschlüssel haben. Bitte, 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 bitte. Nein! Nein, das ist gut. Hallo? 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 Kannst mal bitte den Weiß mal, kommt mal her. Verzauber sie mal bitte. Oh, Titan, ich liebe dich dafür. Oh, tschüss. Ritterwappen, genau. Das ist das, was ich brauche. Oh, gut. Aber dafür muss ich eben kurz leider raus. Mal, um sie alle wieder zu beleben. Ohne irgendwelchen Pulver zu benutzen. Muss ich dafür raus. Aber es geht ja eigentlich. So. Wappen mit einem schwarzen Ritter. Schwarzer Ritter wird er wahrscheinlich heißen. Das Siegel des schwarzen Ritters. Socke berühren. Aber kurz verlassen. Um sie alle wieder zu beleben.
Dafür brauche ich dann halt kein Wiederbelebungspulver aktivieren. Aber ich könnte rein deutlich verkaufen gehen, ne? Rein theoretisch schon. Ja, wir gehen eben kurz verkaufen. Bestes Huhn könnte ich eigentlich auch kaufen. Aber ich gehe jetzt erstmal verkaufen. Ja, bei mir ist es auch fast morgens. Zwar jetzt nicht so früh morgens, dass der Hahn krähen kann. Einkaufen. Okay. Bisschen Gift. Kältestein brauche ich auch nicht. Das Leistungspulver. Schauen wir mal. Was? Kostet nur eins? Okay. Dann auf zurück zum Dämonenschacht. Vielleicht kriegen wir noch eine Ebene in diesen Part rein. Ich denke. Kommt darauf an, wie schnell ich das Ganze hier löse. Und den 88, eben 88. Wie gesagt, ich bin immer noch froh, dass hier keine eingeschränkten Zonen sind. Aber ich will mich nicht drauf festlegen. Denn es könnten die letzten Ebenen sein, die eingeschränkt sind. Ich hoffe mal nicht, dass die Entwickler nicht so gemein sind. Weil ich mich hier wirklich nur auf einen Charakter konzentrieren möchte. Ah, Begrüßung. Von einem Titan in der Nähe. Reparaturpulver, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich habe ja vorhin einiges verbraucht. Na, komm, mein Freund. So. Oh, Engelschuss ist voll. Aufrüsten. So 77 arbeiten. Ja. Könnte bestimmt noch zu 200 werden, aber wir brauchen mehr Angriff. Ne? Also man merkt es. Die Waffe ist noch nicht am Ende von Angriff. Nutzen wir das Leistungspulver? Ja. Wir nutzen jetzt einfach mal das Leistungspulver. Und dann die Waffe reparieren wollte ich sie. Genau. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Okay, hier ist. Ne, ich dachte, hier wäre der Ausgang. Ah, Joker. Moment, Joker waren heilig. Und die geben sogar auch was Gutes, ne? Die geben bestes Huhn. Vielleicht sollte ich das lassen, aber. Ist wieder so ein nerviger Charakter, der ständig abwehrt. Warum tun die das? Das bringt euch doch gar nichts. Das kostet einfach nur mehr Zeit. So, bestes Huhn, danke. Darauf habe ich eigentlich gewartet. So, Attribut auf Heilig umändern. Da. So, 1000. So viel Schaden müsste ich mal bei den anderen machen, ne? So, 1000.
Aber man merkt, man muss immer umso mehr Schaden verursache ich. Und das ist halt ein Risiko bei so einem Fernkämpfer. Leider. Manchmal reicht ja auch ein Hit. Oh, Fledermaus. Fledermaus. Das sind die einfachsten Gegner in diesem Spiel. Und kein Schlüssel. Schade. Nochmal Fledermaus. Ah ne, noch ein Joker. So ein bestes Huhn wäre nicht schlecht. Ja, danke schön. Ich weiß zwar nicht, wo du das versteckt hast. Vielleicht unter deinem Hut oder so. Na komm. Nein. Man sollte schon den Rhythmus drauf haben. Wenn ich so viel Schaden machen würde bei so einem Heilig-Gemron, ne? Dann würde ich ja nichts sagen. Aber wir machen nur 200 und der hat keine Ahnung wie viel Leben. Viel zu viel für meinen Geschmack natürlich wieder mal. Gegengift, okay. Titan. So, jetzt will ich mal gucken. Hast du eine spezielle Schwäche? Selbst mit Heiligmast mache ich nicht wirklich sonderlich mehr Schaden als auf. Noch Wind. 588. Ah, Wind sieht gut aus. Und du hast den Ausgangsschlüssel. Yay. Oh, erneuert. Dankeschön. Ausgang. Ausgang. Okay. Oh, passt ja. Und weiter geht's. Nächste Ebene.